Zugegeben, das Thema des heutigen Videos ist ein bisschen geklaut. Die Sache sieht folgendermaßen aus. Ich hatte vor einigen Monaten schon, im Sommer war das oder so, auf dem Kanal von Marius Melinski ein Video über dieses kleine Teilchen hier gesehen. Das ist das LISDI von Portkeys. Das ist was, da hatte ich schon eine ganze Weile ein Auge drauf geworfen. Und zwar insbesondere seit ich diesen Sommer, ich war eine ganze Woche bei den Special Olympics in Berlin und da haben wir eine Woche bei gleißendem Sonnenlicht draußen den ganzen Tag gedreht. So. Und bei Kameras, ne, wie jetzt hier zum Beispiel die FX6, die nur ein Display hat, da kommt man schnell an seine Grenzen. So, und genau dafür sind diese Dinge geeignet. Das ist zugegeben ein bisschen speziell, aber tatsächlich handelt es sich hierbei um den, nach meinen Recherchen, günstigsten externen Monitor, den man so auf dem Markt finden kann. Und der bietet von der Funktionalität her alles, was auch ein guter externer Monitor kann. Nur eben noch geschützt bei Sonnenlicht. Von daher, all jene, die eine DSLM nutzen, eine Systemkamera mit eingebauten Sucher, die werden darüber vielleicht noch nie Gedanken gemacht haben. Aber wenn ihr Lust habt, lasst uns noch mal ein paar Minuten über dieses Thema und das Teil hier im Speziellen reden und darüber, ob sich das lohnt. Im Wesentlichen geht es heute also um die Frage, sowas hier gegen sowas hier. Die Arbeit mit einem externen Monitor oder die Arbeit mit einem externen Sucher oder auch einem internen Sucher, was ich bevorzugen würde. Vielleicht sollte ich zwei Dinge dazu vorab sagen. Zum einen, diesen LISDI habe ich von Portkeys zugeschickt bekommen. Nicht einfach so zum Spaß, ich habe sie gezielt darum gebeten, weil ich eben dieses Thema in letzter Zeit nicht häufig, aber schon ab und zu hatte mit dem Arbeiten in grellem Sonnenlicht und weil es mich grundsätzlich interessiert hat, ob ich vielleicht den Workflow mit einem Sucher am Ende sogar bevorzugen würde. Die zweite Sache, die ich dazu sagen sollte, ist, dass ich nicht aus einer Welt der Sucherkameras komme. Also schon meine Anfänge, als ich gelernt habe, auf Henkelmann-Kameras und so weiter zu arbeiten, hatte ich immer Displays. Also ich bin es einfach gewohnt, auf Displays zu gucken. Ich glaube aber auch, dass das eine Gewohnheitsfrage ist, denn zum Beispiel beim Fotografieren, da bevorzuge ich es, durch den Sucher zu gucken. Aber wie gesagt, ich glaube, da das bei mir schon allein pro Anwendungsfall sich unterscheidet, dass das eine Sache ist, an die man sich sehr stark gewöhnen kann und die wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Anerziehung kommt. Okay. Was haben wir hier? Kurz, damit ihr die Features wisst, dieses Gerät LISDI ist ein 2,4 Zoll großer Monitor, der ist hier drinnen verbaut mit einer entsprechenden Sucherlinse, damit man da durchgucken kann. Das Teil hat eine Auflösung von 1440 x 900 Pixel, also nicht ganz Full HD. Und darüber hinaus viele Features, die man, wie ich gesagt hatte, von einem guten Monitor erwarten kann. Also ihr habt Dinge wie Waveform, einen wirklich guten Waveform-Monitor, False Color, nicht ganz so gut, mir aber egal, nutze ich nicht so häufig. Peaking in Farben einstellbar. Ihr habt Anamorphes, die squeezen, dass ihr also beispielsweise ein anamorph gestauchtes Bild entzerren könntet. Ihr habt Lupenfunktionen, ihr habt Histogramm, ihr habt Zebra, ihr habt eine Menge Möglichkeiten, LUTs draufzuladen über einen USB-Port. Also wirklich viele Features, die man so von einem vollständig ausgestatteten Monitor erwarten würde. Das ist eine gute Bedienung. Das Menü ist ziemlich einfach nutzbar. Ihr habt frei belegbare Tasten, sodass man auch beim Filmen die Buttons frei erfüllen kann. Und es gibt das Ganze in zwei Varianten. Einmal mit einem SDI-Anschluss, dann kostet das knapp über 600 Euro. Und einmal ohne, nur mit HDMI, dann kostet es etwas unter 500 Euro. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, boah, das ist ganz schön viel. Und da muss man relativieren, dass in der Welt der Sucher das sogar eher ein günstiger Preis ist. Also gute externe Sucher, Blackmagic. Blackmagic hat wirklich einen guten Sucher, der kostet um die 2000 Euro. Der Sucher von Arri, dieser Alexa-Sucher, ich kenne nur den älteren, den es schon irgendwie seit den 2010er Jahren gibt, der hat, glaube ich, mal über 6.000 oder 7.000 Euro gekostet und der ist so okay, ne? Den hatte ich ein paar Mal vor den Augen. Generell bewegt man sich da wirklich in einer extrem hochpreisigen Kategorie. Dass es hier also was gibt, was unter 500 Euro kostet in der HDMI-Variante, ist wirklich ein Schnapper. Ich wickle gern unnötige Kabel um Handgriffe. Das ist echt praktisch. Bei der Benutzung gibt es ein paar Sachen, die auffällig sind. Zum einen, das ist nicht wirklich ein Problem, finde ich die Optik, es wirkt ein wenig knubbelig. Dadurch, dass der Sucher vergleichsweise kurz, aber relativ hoch ist, ist natürlich kein Problem. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so fürs ästhetische Auge. Was ich aber sehr positiv finde, sind eigentlich die vielfältigen Anschluss- und Betriebsmöglichkeiten. Man kann entweder Canon, LP, wie auch immer die heißen, die normalen Canon-Kamera-Batterien benutzen zum Betreiben. Es ist ein Kabel für D-Tap dabei. Der USB-Anschluss kann nicht zur Stromversorgung benutzt werden. Der ist nur dafür da, LUTs draufzuladen oder Firmware-Updates. Ganz interessant finde ich das hier, die Dioptrien-Einstellung. Das ist so ein
Das ist nicht mal Holzapplikation, das ist, glaube ich, das ist richtiges Holz. Ist irgendwie ein nettes Detail. Und hier vorne die eigentliche Abdeckung fürs Auge ist aus Schaumstoff. Obwohl das eigentlich ganz angenehm ist, also das Auge dagegen zu drücken, ist durchaus nicht unangenehm, aber es fühlt sich relativ billig an. Das ist relativ billiger Schaumstoff und ich könnte mir auch vorstellen, dass nach häufiger Nutzung das Ding ganz schön unhygienisch durchgerotzt ist. Von daher, ja, kein wirkliches Problem und auch der Anschluss hier unten, ne, per Klettverschluss, dass man das runterklappt, das ist eigentlich ganz clever. Denke aber, dass das hier vorne irgendwann abgenutzt sein wird, auch wenn es an sich eigentlich bequem ist. Bei der eigentlichen Benutzung gibt es zwei Dinge, die ich ziemlich auffällig finde und leider nicht ganz so positiv. Ihr merkt, wir rattern heute ganz schön durch die Themen durch. Ich habe mir als Herausforderung gesetzt, einfach mal ein bisschen knapper und schneller durch so ein Review zu gehen. Außerdem gibt es gleich noch eine ganz spannende Sache zu erwähnen, kommen wir aber in wenigen Momenten zu. Also, beim Film zwei Dinge. Zum einen, was recht auffällig ist und das hat mich überrascht, die Darstellung des Bildes, wenn man durchguckt, die ist vergleichsweise klein. Also obwohl der Bildschirm, hier drin ist ja ein Monitor verbaut, mit 2,4 Zoll gar nicht mal so klein ist, ist durch die, ich vermute, geringere Vergrößerung der Optiken das Bild in seiner Gesamtanmutung kleiner als zum Beispiel hier bei meiner A7 S3, die ich jetzt gerade filme. Wenn ich da durchgucke, habe ich das Gefühl, mehr und besser vom Bild zu sehen. Die Auflösung von nicht ganz Full HD finde ich gar nicht so problematisch. Das Bild ist insgesamt, also die Darstellungsqualität ist gut. Aber ich fühle mich nicht so komfortabel dabei, durch dieses kleinere Bild die Schärfe zu ziehen. Also tatsächlich bei der Benutzung, so praktisch es auch war, um mein Hauptproblem der Sonneneinstrahlung zu lösen, so sehr habe ich mir für die allgemeine Bildbeurteilung und fürs Schärfeziehen doch immer wieder einen Monitor gewünscht. Man kann natürlich auch beides parallel betreiben, aber das macht das gesamte Setup dann halt schon wieder größer und schwerer. Punkt 2, und den finde ich eigentlich noch schwieriger und der ist irgendwie nicht, also ich habe ihn nicht groß in anderen Videos erwähnt, gesehen. Man muss sehr, sehr genau in der Mitte durch dieses Okular schauen, um ein unverzerrtes Bild zu kriegen. Das finde ich beim Drehen teilweise wirklich problematisch. Die Linsen verzeihen zu den Rändern her ziemlich wenig Abweichung von der optimalen Position, in der man durchguckt. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen, ne, man sollte natürlich nicht allzu sehr herumwackeln, aber quasi wenn ich mich genau mittig durchschaue, kriege ich A, Verzerrungen am Bildrand und B, Farbsäume, also chromatische Operationen ums eigentliche Bild durch. Das fällt ziemlich auf, also mir ist es ständig aufgefallen und ich musste dann immer wieder so ein bisschen meine Position korrigieren. Die generelle Bildbeurteilung, die hat mir darauf nicht so viel Spaß gemacht. Und das führt mich dann darauf zurück, dass ich am liebsten den doch nur optional zusätzlich benutze, was die Setup eben schwerer mache, dass ich zur Belichtung und um sicher zu gehen, dass die Helligkeiten passe, eben durch den Sucher durchgucke, aber für die allgemeine Bildbeurteilung, für die Bildkomposition und fürs Schärfeziehen lieber einen richtigen Monitor haben möchte, weil mir damit die gesamte Arbeit einfach leichter fällt. Das heißt, wir schlagen den Bogen zurück zum Anfang. Es ist ein eher spezielles Anwendungsszenario. Wer in dieser Situation ist und sagt, ich brauche für diese Situationen einen Sucher, der kann sich den LR-SDI definitiv mal anschauen. Oder auch in der Variante ohne SDI. Oder wer aus dem EB-Bereich kommt und ohnehin die Arbeit mit Suchern gewohnt ist und das bei Kameras ohne diese Sucher vermisst, der kann sich sowieso das Teil mal anschauen, weil der wird die Art und Weise, sich da dran zu drücken, sowieso schon gewöhnt sein. Okay, so viel dazu. Wir machen einen harten thematischen Break. Dieses Video ist quasi hier zu Ende. Eine Kleinigkeit noch. Einige von euch werden mitbekommen haben, und ich hatte das ja auch angekündigt, dass Audio, die Musikdatenbank, die ich sehr viel nutze, die ich mittlerweile selbst für TV-Projekte in der Pro-Version nutze, kürzlich ihre Preise erhöht hatte. Das Ganze ist mit Ankündigung geschehen. Allerdings kam diese Ankündigung ziemlich kurzfristig. Auch mich als Partner hat es sehr kurzfristig erreicht. Ich konnte euch entsprechend auch nur super kurzfristig informieren. Und diesen Rabattcode, den es da kurz vor knapp gab, den konnten nicht so viele Leute nutzen, wie sie es gerne getan hätten. Das wurde mir in den Kommentaren zurückgespiegelt. Das Feedback habe ich zurückgegeben. Das haben die auch selbst eingesehen. Deswegen, obwohl der Preis bereits von ursprünglich 299 auf jetzt 499 erhöht wurde, immer noch okay, weil es eben nur einmal zahlen, immer behalten ist, gibt es jetzt zeitlich befristet vor Weihnachten nochmal einen exklusiven Rabattcode, der euch den ursprünglichen Preis, also $200 Rabatt vom jetzigen Preis, zurückbringt. Das wird die letzte Chance sein, nochmal den alten Preis abzurufen. Ihr findet den Rabattcode in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr diese letzte Aktion verpasst hattet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, nochmal zuzuschlagen. Genau. Und dafür jetzt auch ein paar Tage mehr Zeit als nur von heute bis morgen. Das wollte ich nur gesagt haben. Wie gesagt, ich nutze es, weil ich immer wieder gefragt werde. Ich nutze es seit guten 2 Jahren, nicht ausschließlich, aber wirklich sehr viel und auch sehr gerne. Und habe es überhaupt nicht bereut, das sozusagen in meinem Portfolio zu haben.
Okay, ich habe noch eine kleine Ankündigung, die ich jetzt einfach nur so ein bisschen als Appetizer vorwegnehmen will. Das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende zu. Ich werde noch nichts Spezielles sagen, aber gegen Ende dieses Jahres wird auf diesem Kanal noch was ziemlich Cooles stattfinden. So viel erstmal dazu. Deswegen nur der Hinweis, abonniert doch gerne mit der Glocke, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Ich sag noch nicht mehr. Ich würde gerne, aber ich sag noch nicht mehr. Ich sag nur so viel, es ist was, was es in dieser Form hier noch nie gab und was es, glaube ich, auf keinem anderen deutschsprachigen Kanal in dieser Form und Größe jemals gab. Und damit seid ihr genug angefüttert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video und ciao.